Meine Lieben, ich darf euch ganz herzlich willkommen heißen hier zu einer neuen Folge Football Manager 2015 von Sports Interactive. Heute hier im Part Nummer 86 an diesem Freitag, denn wir haben heute Freitag, den 5. Juni 2015 und damit herzlich willkommen hier zurück. Zur Folge, wir stehen hier heute vor dem Spiel gegen Brescia Calcio. Danach folgt dann der letzte große Härtetest, bevor es dann in der Liga losgeht gegen Borussia Mönchengladbach, gegen unseren Ex-Club. Und dann würde ich sagen, gehen wir doch gleich rein, verlieren nicht viel Zeit. Und müssten dann jetzt gleich dann noch jede Menge Scouting-Berichte sehen. Denn ich habe jetzt im Vorfeld mir noch einige Torhüter angeguckt, weil, wie gesagt, ist noch eine unserer Schwachstellen. Da sollten wir auf jeden Fall mal gucken, dass wir da noch einen bekommen. Einen guten. Aber das kriegen wir ja hoffentlich hin. Hier zum Beispiel, dass wir Maxwell Probevertrag angeboten haben, Leali ein Angebot gemacht haben, der mittlerweile ja bei Gladbach unter Vertrag ist. Und da sehen wir jetzt erstmal 6 Nachrichten, die uns betreffen. Paraguay-Kader bekannt gegeben, Apotheker nicht auf der Rechnung. Cox wurde statt Keane nominiert, 7 Spieler wurden nominiert, darunter Mohamed Salah, Boca Chumo, Ibrahim Mbaye, Handanovic, Witbelek, Hernanes und Guarin. Und Ezequiel Schelotto hat eine Verletzung, fehlt 6 bis 7 Wochen. Ist natürlich auch nicht gut, aber naja, passiert. Sofern es jetzt nicht in der Liga passiert, ist alles in Ordnung. So, dürfen jetzt fast mehr oder weniger eine B11 wieder aufstellen. Weil wieder einige unterwegs sind. Unter anderem auch Ranocchia. Und das bietet doch, glaube ich, die Chance für den guten alten Campagnaro, den wir noch haben. Für den alten Recken. Obwohl, wir haben ja hier eigentlich auch die ein oder andere gute Möglichkeit der jungen Spieler, die wir da einsetzen könnten. Werd man, denke ich, auch eher machen. Weil nicht, dass es dann heißt, so, ach ja, Erfahrung und so weiter. So, haben wir es gemacht. Wird dann Andreoli neben Vidic auflaufen? Oder nee? Wir versuchen es mit Doncor. Ist gut, aber nee. Campagnaro, nee, den wollte ich jetzt nicht. Ich wollte Andreoli. Oder Campagne. Och Mann. So, jetzt aber. Jetzt haben wir es aber. So können wir dann reingehen. Oder sollen wir jetzt mal das VfB Stuttgart Total ausprobieren? Mit einem 4-2-3-1, dann Hernanes hier auf der 10. Und das Ganze mal so versuchen. Müsste nämlich auch funktionieren, denke ich mal. Stoßstürmer Icardi, na, da bin ich anderer Meinung. Knipser, bitteschön. Und dann gehen wir jetzt mal so rein in die Partie. Hoffen, dass wir schaffen können gegen Brescia Calcio. Hier eine gute Rolle zu spielen im Stadio Ricamonti. Origi ist im internationalen Einsatz, fällt für dieses Spiel aus. Da müssen wir ihn rausnehmen. Beziehungsweise, das machen wir ganz schnell. Dann holen wir jemanden aus der U20 hoch. Der dann für die kommende Partie erstmal im Einsatz ist. Und das kriegen wir, glaube ich, relativ schnell hin. Nehmen wir einfach wieder unser Top-Talent mit. Sofern es uns dann hier angezeigt wird. Aber es wird schon Ventre. So, da haben wir sie. Ist halt ein bisschen sehr viel der Kader, deswegen hat es jetzt so lange gedauert. Gehen wir mal hier aufs Alter, dann wird es mal nach Alter sortiert und dann können wir ja unseren Top-Jugendmann da
nehmen, falls er jetzt hier spielt. Kann ja auch sein, dass er mittlerweile nur in der U18 ist. Der Tauder müsste wahrscheinlich in der U18 stecken. Aber den holen wir da mal einfach hoch. Das ist ja nicht das Problem. Damit wir sein Talent so ein bisschen fördern können, da ist er doch, Melkamu Taufer. Rechtsklick, Kader verschieben zur ersten. Weil er hat es in der Partie, wo er zum Einsatz kam, wirklich gut gemacht. Und dann nehmen wir ihn mal mit, ganz einfach. Und dann können wir doch reingehen. So, Dalle, ab geht's gegen Brescia Calcio. Danach der letzte Härtetest dann in der kommenden Woche gegen Borussia Mönchengladbach, gegen unsere alte Liebe. Und dann geht's hier bald los, geht's bald in die Saison. Ich freue mich schon so richtig, dass es da losgeht. Auch wenn ich gerade mal geguckt habe beim Vorstand, da bin ich eher auf wackeligen Beinen und ist schon gar nicht gut. Stehen wir so praktisch. Es wäre ja kurz vorm Spielform aus, es wäre auch mal was. So, was sagt unser Taktikfuchs? Nicht so viel. Was sagt der andere? Ach, wir können nur den jetzt erstmal auswählen. Okay, dann werden wir das jetzt so umsetzen. Angreifen als Mentalität. Ich würde mal sagen, wir versuchen erstmal Kontrolle hier. Und dann gehen wir rein. Ich wünsche uns mal viel Spaß hier. Und wir haben Anstoß. Konzentration natürlich sehr früh. Wir haben hier Caricioglio auf Paquera. Colli mit dem Einwurf auf Corvia. Colli. Auf Spendelhofer der Leihgabe, die wir dorthin verliehen haben. Paghera auf Caciavello, Vidic mit einem feinen Tackling. Und wir haben den Ball. Guarin. Auf Hernanes. Hernanes auf Ibabo. Ibabo auf Hernanes. Lässt sich fallen, aber das war Schwalbe. Kuzmanovic auf Guarin. Guarin auf Salah. Er auf Icardi Salah. Übers Tor. Jonathan mit dem Einwurf. Kuzmanovic. Auf Guarin. Guarin auf Salah. Und es gibt den Elfmeter. Es gibt den Foul-Elfmeter und Molla Vague, den wir ja noch kennen von Udinese Calcio, hier mit der gelben Karte. Begleiten ihn mit Pfiffen, aber er verwandelt zum 1:0 in der fünften Minute. Schickt den Torwart in die falsche Ecke. So, ganz schön verladen, 1:0 die Führung hier gegen Brescia Calcio. Spendelhofer. Auf Paghera, Paghera auf Pettenari, Pettenari auf Caricciolo, Hertari. Nach innen. Oh Mann, es gibt's doch gar nicht. Corvia mit dem Ausgleich. Das darf doch nicht wahr sein. Da haben wir jetzt eklatant geschlafen. Es darf uns eigentlich nicht passieren. Icardi, aber das war nix. So, Arcari. Mit dem Ball nach vorne. Andreoli auf Hernanes. Hernanes auf Icardi. Icardi, Icardi. Und der Torhüter hat den Ball. Und es gibt hier, glaube ich, erstmal Einwurf für Juan Jesus Ibarbo. Ibarbo, immer noch Ibarbo, lässt sich fallen. Mohamed Salah nimmt ihn an. Auf Hernanes, abgeblockt. Guarin. Aber Petnari ist da, der Vorlagengeber. Kuzmanovic auf Guarin. Hernanes, abgeblockt. Salah. Icardi 2-1. 9. Minute.
Doppelpacker Icardi. Hier sehen wir es nochmal, Hernandez mit der idealen Vorlage auf Salah. Er auf Icardi, Kopfball drin, 2-1. Zehn Minuten, schon drei Treffer gesehen, meine Güte, was für eine Anfangsphase. Spendelhofer. Und Vidic dazwischen, Kuzmanovic auf Icardi. Hernandez setzt nach auf Salah. Salah auf Ibabo. Direkte Abnahme, aber deutlich übers Tor. Und Juan Jesus auf Guarin. Guarin auf Juan Jesus. Auf Hernandez. Paquera auf Caracciolo. Auf Petnari. Vorteil gegeben, aber wir haben ihn wieder, Hernandez auf Guarin. Guarin, immer noch Guarin. Neben das Tor. 15. Alkari mit dem Ball nach vorne. Aber wir haben ihn zuerst. Ibabo. Auf Guarin. Guarin auf Hernandez. Hernandez auf Ibabo. Und dieses Mal hat er es besser gemacht. Gibt die Ecke. Wird geklärt, Hernandez. Auf Guarin. Er wieder nach innen. Und es war es dann auch schon mit der Möglichkeit. Spendelhofer kriegt nur eine Ermahnung. Freistoß für uns, Hernandez. Nach innen. Hernandez nochmal. Auf Ibabo. Akari hat den Ball. Ibabo lässt sich fallen, aber das war zu wenig, um den Referee hier zu überzeugen. Hernandez auf Mohamed Salah. Er auf Icardi. Hernandez drin. Meine Güte, was für eine Brachialgewalt hier von Hernandez. Sensationell. 3:1 die Führung. Wir sehen es hier nochmal. Perfekte Annahme und perfekt oben ins Eck. Keine Chance da für den Torhüter. Und schon steht es hier nach 21 Minuten 3:1. Vidic auf Guarin, auf Hernandez, dem Torschützen zum 3:1. Legt nach außen auf Jonathan. Er wieder auf Hernandez, er auf Guarin. Und er drüber. So, Hernandez mit dem Freistoß. Und der war haarscharf drüber. Akari mit dem Ball nach vorne. Spendelhofer auf Rikuki. Rikuki auf Spendelhofer. Er nach vorne, aber wieder schrittet. Zambelli auf Peguera. Peguera auf Petnari. Petnari auf Garacciolo. Und Guarin hat ihn. Auf Mohamed Salah. Im Express unterwegs nach vorne. Mohamed Salah. Und Akari mit der Parade. Gibt die Ecke. Kommt nicht auf den Kopf, aber Hernandez hat ihn. Auf Kuzmanovic und dann war die Chance auch vorüber. So, Paquera auf Jonathan, Jonathan auf Salah. Salah wieder Express, Salah, Mohamed Salah und Akari hat den Ball. Also es sieht wirklich ordentlich aus jetzt. Aber jetzt wieder Chance hier. Riesenkonterchance, Korvia. Aber Handanovic hat ihn. Salah. Express Salah. Salah, immer noch Salah auf Ibabo. 4:1. Victor Ibabo in der 30. Salah als doppelt zweifacher Vorbereiter. Also er wird in dem System auch sehr effektiv. Wunderschönes Ding hier. So, Freistoß für uns. Spendelhofer mit dem Foul. Unsere Leihgabe. Zieht hier die gelbe Karte.
Ist damit verwarnt, Hernanes, aber knapp drüber. So, Hernanes. Der Gegner klärt Juan Jesus auf Kuzmanovic. Kuzmanovic auf Guarin. Guarin auf Hernanes. Hernanes auf Icardi. Lässt sich fallen. Und Andreoli klärt. Kuzmanovic auf Hernanes, auf Guarin. Wieder jemand dazwischen, Jonathan. Auf Kuzmanovic. Auf Hernanes. Hernanes, wunderschön, aber Ibabo kriegt ihn leider nicht. Juan Jesus. Auf Guarin, auf Hernanes. Ja, auf Mohamed Salah. Auch schade. Jonathan auf Kuzmanovic. Und Brescia hat den Ball. Hernanes mit dem Freistoß. Der war gut. Pfosten, Vidic, Nachschuss 5-1. Aber zählte nicht. Vidic stand im Abseits. Guck mal nochmal. Gucken wir es uns nochmal ganz genau an. Hernanes mit dem Freistoß an den Pfosten. Kann man wohl so sagen, stimmt. Wäre das schöne 5-1 geworden, aber naja. Zählt halt jetzt eben nicht. Aber trotzdem, gute Aktion dennoch. So, Hernanes. Auf Ibabo, Ibabo nach innen. Cory Hernanes neben das Tor. Akari mit dem Ball nach vorne auf Corvia. Er auf Caricciolo. Auf Pagera. Pagera auf Petnari. Aber Juan Jesus kann erklären. Hernanes auf Guarin. Guarin auf Icardi. Icardi. Und es gibt Ecke, weil der Ball noch abgefälscht war. Guarin mit der Ecke. Vidic war bis dato nicht schlecht. Und jetzt gibt dann die Halbzeitpause. Wir liegen momentan 4-1 in Front. Das gefällt uns mit dato wirklich außerordentlich. Sehen Sie hier, zweifacher Vorlagengeber Mohamed Salah hat es wirklich bisher überragend gemacht. Icardi 2 Tore, Ibabo 1 und der direkt verwandelte Freistoß von Hernanes. So ist die erste Halbzeit wirklich sehr gut gelaufen. Aber jetzt haben wir nochmal 45 Minuten hier zu gehen. Und dann fangen wir hier mal munter mit dem Durchwechseln an. Carrizo für Handanovic. Ricky Alvarez kommt dann rein für Kuzmanovic. Mbaye kommt für Jonathan. Kann er gut? De Ambrosio für Juan Jesus. Dann Doncor für innen für Andreoli. Auch wenn es gut ist. Dann als nächstes Capagnaro für Vidic, dem ich sein Tor wirklich gerne gegönnt hätte. Aber er wird wahrscheinlich die ein oder andere Chance hoffentlich noch bekommen. Das Spiel hat ja noch seine Zeiten. Jetzt kommt dann Vietto noch rein für Icardi. Und der Rest, der kommt dann so nach und nach jetzt noch rein. Und dann gehen wir rein hier in die zweiten 45 Minuten. Sagen hier trotz der 4-1 Führung Konzentration, weil die wird auf jeden Fall weiterhin benötigt. Mohamed Salah im Abseits. Gelbe Karte Freddy Guarin. Und da kommt Donnarumma. Und da unser Mann den Schlag abgekriegt hat, ich werde ihn rausnehmen, den guten Guarin, nicht, dass da jetzt noch was Schlimmes passiert. Weil das wollen wir ja nicht.
Wir wollen ja alle Spieler gesund haben. Deswegen kommt unser Talent, was hier eine stärkste Position ist. Vielleicht hat er einfach das noch nicht so gespielt, dass es unbedingt als grün drin ist. Und jetzt kommt er dann rein. Melkamu Taufer für Guarin. So, war Lotti im Abseits. So, mal gucken, was jetzt so passiert. Bis dato ist es jetzt eher ruhig hier in der zweiten Hälfte. Keine Aktionen da für uns auf der Seite, beziehungsweise bei Brescia auch nicht. Jetzt wir mit der Ecke, Ricky Alvarez. Vieto kommt ihm da zur Hilfe. Auf Alvarez, Alvarez auf Taufer, er weiter. Doncor auf Taufer, Taufer auf Ricky Alvarez, Alvarez auf Taufer auf Mohamed Salah. Der fällt und es gibt Freistoß. Und Morosini bekommt da wahrscheinlich eine Verwarnung oder die gelbe Karte. Hernanes mit dem Freistoß. Und der verwandelt er perfecto grande. 5 zu 1. Zweites Tor heute für ihn. Zweiter direkt verwandelter Freistoß. Also wir haben auf jeden Fall schon mal unseren Freistoßschützen gefunden für die kommenden Partien. Einfach nur klasse. De Ambrosio auf Ibarbo. Ibarbo. Oh, die Chance war wirklich gut. Die war exzellent. Und jetzt der Wechsel für unsere Flügelzange, die heute auch hier in dem System wirklich idealen Job macht. Also Munir El Haddadi kommt dann für die rechte Seite und Zakaria Bakkali für die linke. Nur Oswaldo und Grisaitik bleiben jetzt erstmal ohne Einsatz. Könnte Grisaitik hier die 10 machen? Passabel, könnte Taufer die 10? Könnte der vorne etwas? Nee, er kann nur im defensiven Bereich. Von daher lassen wir das mal so und versuchen das. So, Abmarsch. De Ambrosio auf Ibarbo. Ibarbo auf Ricky Alvarez. Taufer. Auf Hernanes. Ricky Alvarez kommt ihm zur Hilfe auf Mbaye. Mbaye auf Taufer, auf Hernanes. Ricky Alvarez auf Taufer. Taufer zurückgelegt auf Ricky Alvarez. Taufer nach außen auf Mbaye. Salah auf Taufer, Taufer auf Hernanes. Und er verabschiedet fast noch mit einem Dreierpack. Aber jetzt kommen die Wechsel. Munir für Mohamed Salah, Grisaitik für Hernanes und Bakkali für Ibarbo. So, Munir. Auf Campagnaro wieder Munir. Und der setzt mal an, aber übers Tor. So, 88. 2 Minuten Nachspielzeit. Und De Ambrosio nochmal. Auf Taufer. Melkamu Taufer, aber Endtopf hat den Ball. Dann ist Schlusspfiff. Wir schlagen Brescia mit 5 zu 1. War eine wirklich klasse Leistung unserer Jungs. Können wir jetzt auf jeden Fall so weitergeben. Und dann gehen wir jetzt mal auch hier weiter. Sehen Sie hier 34 Schüsse, 16 aufs Tor, 57% Ballbesitz. Und Spieler des Spiels Hernanes mit einer 9,2 in der Bewertung. Ich glaube, es geht hier von 5 bis 9,9 oder sowas. Ich weiß es noch nicht so ganz. Spielanalyse und so weiter und so fort. Hernanes zeigte eine Leistung auf höchstem Niveau, bevor er in der 73. Minute ausgewechselt wurde. Und dann können wir jetzt weitergehen in der Woche. So. Inter Mailand hat die Erwartungen mit klarem Ziel erfüllt und Spiel zwischen Perugia und Inter verlegt. Die Begegnung zwischen AC Perugia und Inter Mailand wurde aufgrund des am Mittwoch, 2. September stattfindenden Spiels im Tim Cup zwischen Perugia und Teranana Calcio auf
Mittwoch, 3. Februar 2016 verlegt, okay. Das heißt, der zweite Spieltag haben wir dann praktisch erst dort und wir haben hier eine kleine Pause jetzt dazwischen. Zwischen Cagliari und Lazio. Naja, gucken wir dann, was wir mit der Zeit anfangen. Da können wir ja dann praktisch diesen Groß-Rundumschlag machen. Mit den ganzen Spielern, Galatasaray-Verhandlungen. Die fordern 10 Millionen. Hat der irgendeine Ausstiegsklausel im Vertrag? Muslera wäre an sich schon wirklich ein guter Keeper. Aber ich möchte da jetzt erstmal bei 5 Millionen anfangen. Dybala unterschreibt einen neuen Vertrag. Milinkovic-Savic wurde abgelehnt von Manchester United. Es ist ein 2-Meter-Schlags fürs Tor eines von vielen großen Talenten, die ich hier so entdeckt habe. Und den möchte ich eigentlich gerne holen. Demirel hat kein Interesse, keine lohnenswerte Verpflichtung wäre die Neuverpflichtung vom HSV, nämlich Batuhan Altintas. Ivan Lucic wäre eigentlich auch so ein gutes Talent bei Bayern, hätte auch nicht so einen hohen Marktwert. Dann Capino wäre an sich auch ein ganz guter Mann. Bericht anziehen, der wäre Zweiter bei uns hier in der Riege, der Torhüter. Hätte großes Interesse auf Leihbasis zu uns zu kommen. Wir haben eine ehrgeizige Mannschaft. 1 gegen 1 Situation, sein stärkstes Attribut, ausgeglichene Persönlichkeit. Hat zurzeit kein Interesse, müsste die Sprache lernen und so weiter und so fort. Kevin Trapp wäre eine gute Neuverpflichtung. 6,5 Millionen sein Marktwert. Aber auch hier ist die Sprache des Manko. Beurteilung 14 Fähigkeiten, Beurteilung Potenzial 15. Wäre an sich eigentlich auch ein ganz guter Goalie. Aber wir haben noch andere. Leali hat kein Interesse zum Kommen. Hoffenheim wird ihn wohl nicht verkaufen wollen, obwohl Castells eigentlich auch ein ganz guter wäre. Man kann ja mal anfangen mit 500.000, mal schauen. Roman Bürki wäre an sich auch wirklich ein ganz guter. Könnte ich mir auch ganz gut vorstellen, so ein Italiener in Diensten von uns. 7,75, wir haben schon 6 Millionen geboten. Dann erhöhen wir das Ganze mal auf 6,5. Ortega, keine lohnenswerte Verpflichtung. Unnerstall wäre auch wirklich ein sehr großer Keeper. Deswegen habe ich mir so ein paar angeguckt, weil so Schlachse wären an sich auch nicht schlecht. Asmir Begovic wäre eine hervorragende Verpflichtung. Wäre in unserer Riege auch Nummer 2 hinter Handanovic. Asmir Begovic, vielleicht ist er dann noch einer. Aber wir gucken das mal. Angebot machen, fangen wir mal hier bei 10 Millionen Euro an. Milinkovic-Savic keine Lohnenswerte, obwohl er eigentlich ganz gut wäre. Pantilimon kennt man ja, Areola keine Lohnenswerte, da sollte man auf die Entwicklung schauen, ist ein ganz gutes Talent hier. Yaya Touré hat kein Interesse zu uns zu kommen. Malaga-Verhandlungen über Ochoa, wo man ja auch gesagt hat, dass er eine hervorragende Geschichte wäre. So, SC Freiburg verlangt 7,75 Millionen für Bürki, fühlt sich angeblich nicht wohl, was die Spekulationen nährt, dass er nicht länger beim Verein bleiben wird. Wenn sie es sagen, hier 7,75, dann können wir das ja Transferangebot ändern. Okay, haben wir ja schon. Vielleicht wurde das ja schon angenommen. Und für Leali wurde abgelehnt. So, Podolski wurde akzeptiert. Das ist ja eine horrende Forderung, die er hier hat. 7 Millionen. Beim besten Willen, lieber Poldi, das ist nicht möglich. Das ist absolut sowas von nicht drin. Du wärst auf jeden Fall einer der Starspieler, der gefordert war. Wir können ihm wohl gar nicht so viel bieten. Müssen da bei unseren Sachen sehr viel einstecken, obwohl wir eigentlich Gehaltsbudget haben.
Es sollte eigentlich nicht das Problem sein. Wir können es ja versuchen, anderweitig durch Prämien hier vielleicht in die Höhe zu treiben. Für ausländische Vereine in der Champions League nochmal eine Ausstiegsklausel von 15 Millionen. Dann eine Gehaltssteigerung bei einer Anzahl von Ligaspielen. Wenn er 15 hat, kriegt er dann 2, nee, jetzt 3 Millionen. Aber das will er nicht. Schade. Schade, schade, schade. Hat leider nicht funktioniert. Wählen Sie Ihren Kapitän für die neue Saison. Vidic ist Vizekapitän, Ranocchia der momentane. Ich würde mal sagen, das lassen wir so. Weil nicht, dass es da jetzt zu Konflikten kommt, wenn man wieder irgendwas Neues umändert. Weil es mögen die Spieler anscheinend irgendwie gar nicht. Dann sagst du, ach je, warum hast du dem die Binde gegeben? Ich wäre eigentlich gleich gut, ich wäre eigentlich gleichwertig und besser als der und die Person. Deswegen wollen wir da nicht zu viel machen. Und das einfach mal so im Raum stehen lassen. Und das einfach so lassen wie bisher auch. So, und wir warten jetzt erstmal hier die Tage ab und schauen, was jetzt so passiert. Ob unsere Angebote da jetzt irgendwie gescheit rauskommen. Ob wir da entsprechend verhandeln können. Ob wir die Spieler dann für die ein oder andere Summe dann bekommen. Vorstand. Guckt, das seht ihr, ist nämlich wackelig. So, hier kann ich auch gerade nichts anpassen. Konnte ich nämlich vorhin noch. Chelabi akzeptiert das Angebot, wechselt auf Begovic, abgelehnt. 10,5, dieser Savic wurde abgelehnt. Bürki 6,5. Hat mir ja gesagt, wollte man nicht. Dauert der Rückleihe? Nein, danke. Wir machen hier einfach mal 7 Millionen. Für Castells wurde abgelehnt. Können wir ja mal ruhig auf die Millionen mal gehen. Scout-Bericht über Gladbach Abwehrarbeit. Achter in der Bundesliga. Form Sieg, Sieg, Niederlage, Niederlage, Unentschieden. Scouting-Update Deutschland. Geis, Bittencourt und Admir Mehmedi, die er sich angeguckt hat. Empoli schließt Bindi-Deal ab, okay. Wenn Sie denken, dass der Spieler die voranbringen kann, für Ochoa wurde akzeptiert. Gucken wir mal, ob wir den kriegen würden. Muslera, steig mal aus. Trainersitzung, die tun wir da noch abhalten. Training beginnen, Training beginnen. Tassi auf Leihliste, okay, können wir machen. Melkamu, okay, Vorschlag entfernen. Weil Melkamu schon ein Spieler, den wir fordern könnten. So, er wäre so Rotation, weil ich mit Handanovic eigentlich plane. So, 2018. Oh, ich kann hier nicht so viel bieten. Das ist doch nicht wahr. Ich will hier mehr auswählen, Mann. Ohne Gegentorprämie. Auf 2,6 Freikaufklausel bei einem Champions League Verein. 15 Millionen Gehaltserhöhung bei einer Anzahl von Spielen. 300.000 im Nahen, nee. Kriegt er hier 2,6 Millionen. So. Haben hier ein bisschen was zum Anpassen.
So. Müssen hier deutlich zur Hälfte das machen. So. Beratergebühr scheitert. Och Mann, es darf doch nicht wahr sein. Das darf doch nicht wahr sein. Ist doch nicht wahr. Ich brauche auf jeden Fall noch einen guten Keeper, weil sonst wird das schwierig, wenn dann Handanovic mal verletzt ist. Dann haben wir mit Carrizo und Berni nicht gerade so das stärkste Personal da, das das Ganze hier übernehmen könnte. Von daher muss man da einfach mal gucken. So. Sind dann demnächst hier drin. Aber das kriegen wir, wie gesagt, dann hin hier. So, jetzt sehen wir die ganzen Ergebnisse. So. Bürki wurde akzeptiert, Bekovic abgelehnt, aber ich denke mal, dass wir das nicht schaffen werden. Reifere Spielanlage führte zum Sieg hier beim 3 zu irgendwas Erfolg. Italien gewinnt, Bekovic abgelehnt, da werden wir jetzt erstmal aussteigen und für Bürki müssen wir gucken. Ist Rotationsspieler, Vertragslänge bis 2018. Oh Mann, warum kann ich da? Es darf doch nie wahr sein, Mann. Ich will die Spieler holen. Freikaufklausel. Setzen wir mal auf 15 Millionen fest. Prozentsatz kriegen sie von der Ablösesumme der SC Freiburg 25%. Freigabeklausel bei Abstieg. Gehaltserhöhung. Kriegt er nach 10 gleich mal volle Kanne hoch auf 3,5 Millionen. Dann eine ohne Gegentorprämie von 1,5, ein Bonus fürs Länderspieldebüt. Kriegt er auch mal ein bisschen Holz. So, und dann gucken wir mal. 1,45 Millionen, das könnte man komischerweise zahlen wahrscheinlich. Will er noch ein bisschen mehr oder? Schlüsselspieler ist halt noch so eine Sache. Obwohl wir uns noch in der Frühphase der Verhandlungen befinden, liegen wir ziemlich weit auseinander. Ihr nächstes Angebot muss deutlich höher sein. Hier sind meine Bedingungen. Und die erfüllen wir doch mal. So, dann gucken wir mal, ob das jetzt funktioniert hier mit Bürki. Und Bürki kommt, klasse. Haben wir es doch hinbekommen? So, damit ist er da. Bürki als Ersatz für unseren guten Handanovic. Haben wir es doch geschafft, noch einen Torwart zu verpflichten. Savic wurde erneut hier abgelehnt. Champions League Update, Vieira und Erich. Inter Mailand stellt einen neuen Rekord auf. Die bisherige Rekordsumme lag bei 34,5 Millionen. Jetzt haben wir 41,5. Wir sollen unsere eigene Liga scouten. Warum nicht? Und wir haben es dann gleich geschafft. Es sind noch 3 Tage und dann können wir reingehen. Aber das schaffen wir schon. So, reifere Spielanlage, das hat man schon gesehen. Bürki wird vorgestellt, Castells abgelehnt. So, Länderspielüberblick zu Medel, Cher und Origi. Bürki wird von mir vorgestellt. Dies ist bereits Ihr 8. Neuzugang in dieser Transferphase. Planen Sie weitere Verpflichtungen? Ich äußere mich nicht zur Transferpolitik. Werden Sie Spiele verkaufen müssen, um die Clubfinanzen zu sanieren?
Auch nicht über die Finanzen reden. Sie erhoffen sich wohl, dass Birki in Zukunft einen großen Teil an den Erfolgen von Inter Mailand haben wird. Ich hoffe, dass er bei uns groß einschlägt. Wenn der Verein erfolgreich sein will, so muss jeder hier seinen Beitrag dazu leisten. Betiteln die Medien diesen Einkauf bereits als Coup. Das scheint vielleicht ein überraschender Transfer zu sein, aber der Verein hat große Schritte vorwärts gemacht und da ist dies nur ein Beweis dafür. Ich sehe es nicht als Coup. Ich weiß nicht, ob das ein Coup war. Dies sollen andere beurteilen. Und dann können wir hier weitergehen. Aber die Verpflichtung von Birki ist auf jeden Fall eine ganz gute Geschichte. Und das kriegen wir eigentlich wirklich hin. So, haben wir hier dann noch ein paar Tage. Aber die kriegen wir dann jetzt auch noch rum. So, mal gucken, was jetzt so noch in den News so stehen wird. Ob wir jetzt noch irgendwelche Informationen bekommen bezüglich noch weiterer Transfers. Aber das ist, wie gesagt, dann kein Problem. So. Gucken wir jetzt mal gleich. Musste noch kurz einem Abonnenten antworten. Könnt ihr auch machen, wenn ihr mal Fragen habt. Einfach mal in die Kommentare rein, beziehungsweise meldet euch dann einfach. Von YouTube hofft auf Mitwirkung anderer Spieler. Baresi Informationen über Bonis Entwicklung. Savic wurde erneut abgelehnt, also er scheint wohl wirklich sehr teuer zu sein. Angebot für Castells abgelehnt. So, Maxwell geht zu Herrenwen, okay. Leihangebote für Doncor, aber ihn werde ich hier auf jeden Fall fördern. Der spielt bei uns dann noch eine wirklich größere Rolle. Und das muss man halt dann auch hier berücksichtigen. So. Mihailovic hält die Situation um Castadello für unter Kontrolle. Sinisa Mihailovic ist ja auch ein Ex-Spieler von uns. Watfords Angebot für Naldo wurde akzeptiert. Naldo ist, glaube ich, der von Udine, nicht der von Wolfsburg. Frosinone Calcio sichert Laie von Nava. Und Real Chen oder GNCF hat Cechu verpflichtet. Und wir haben dann gleich die Partie, wir sehen es hier, Inter Mailand gegen Borussia Mönchengladbach. Also da werden für uns ja Erinnerungen wach, Borussia Mönchengladbach, die Mannschaft der ersten Saison. Ogbonna wurde berufen, das ist auch wunderschön für ihn. So, vielleicht kriegen wir das ja noch irgendwie hin mit Kun Castells, dann haben wir wirklich einen drei klasse Torhüter. Mit Handanovic, mit Bürki und mit Castells. Weil wir sind ja noch im Tim Cup vertreten. Im italienischen Pokal haben 38 Ligaspiele, also das die ganze Zeit mit Handanovic über die Bühne zu machen, das wird auf Dauer wahrscheinlich nichts werden. Weil er braucht ja nur ein Länderspiel oder ein Ligaeinsatz und dann ist er mal plötzlich verletzt und dann haben wir den Salat. Deswegen habe ich auch mich mit Bürki verstärkt, weil er wirklich auch ein klasse Keeper ist. Für seine jungen Jahre macht er das schon wirklich hervorragend. So, immer noch nicht. So. Arsenal hat Angebot für Gustavo abgegeben. Verfügbare für die Partien. Überblick der Saisonerwartungen.
Der Vorstand stellt klar, was er in dieser Saison von Ihnen erwartet. Eine oder mehrere dieser Vorgaben zu verpassen, könnten Ihre Position im Verein unhaltbar machen. Serie A, Mindesterwartung, dass sich die Mannschaft für die Europa League qualifiziert. Tim Cup steht nicht sonderlich weit oben auf der Liste der Prioritäten und daher wird man die Leistungen in anderen Wettbewerben bewerten. Transferbudget für diese Saison liegt bei 8,34 Millionen, das Gehaltsbudget bei 93,22 Millionen. Ihnen wird nur ein kleiner Teil der Transfererlöse zur Budgetaufstockung bewilligt. Wir verdienen 1,5 Millionen im Jahr, haben noch einen Vertrag bis 2017. Und dann müssten wir es eigentlich schon geschafft haben, sind am Tag hier für die Partie gegen Borussia Mönchengladbach. Und damit darf ich dann die Woche beenden. Wünsche euch dann jetzt noch einen schönen Freitag, einen schönen erholsamen Start ins Wochenende. Und morgen 15 Uhr seid ihr dann bei meinem Wochenend-LP dabei mit Cardiff City in der Championship. Wird auch wirklich sehr schön werden, sage ich euch. Und dann hören wir uns da wieder. Bis dahin, macht es gut. Euer Sphinx Mido und Servus.